Was? Schon so spät? Hey, Sir, sorry, aber ich muss jetzt echt dringend los. Wo musst du denn hin? Das ist ja bald Silvester und ich muss vorher echt noch einen Test machen. Was für ein Test? Ja, ich habe eine Rakete gebaut und die muss natürlich vorher echt noch getestet werden. Eine Rakete? Wow, also ich wette, du gehst in die Geschichtsbücher ein mit dem Feuerwerk, das du mit einer Rakete entfachen wirst. Also Rakete klingt jetzt vielleicht ein bisschen klein, aber komm doch am besten einfach mit zum Testflug. Ein Testflug für eine Silvesterrakete? Ja. Okay, ich bin dabei. Ja, wir sind gleich da. Nur noch ein paar Meter sind wir beim Feldrand. Wo sind wir überhaupt? Ja, ein Kumpel von mir hat ein ungenutztes Grundstück. Da kann ich die Rakete testen. Das ist voll geschickt hier eigentlich. Sag mal, meinst du nicht, dass du irgendwie ein bisschen übertreibst mit der Rakete? So, das ist das gute Stück. Der reinste Hammer. Alter, das ist keine Rakete, das ist das Raumfahrtprogramm der ESA. Moment. Mit Testflug meinst du aber nicht, dass wir hier einsteigen und mitfliegen? Nein, ach Quatsch. Ich muss gucken, ob die Schubdüsen richtig funktionieren wegen dem ganzen Gewicht. Aber du weißt ja schon, deswegen Safety First und so weiter, ne? Ja. Safety first. Ja, komm, egal. Wir machen jetzt mal den Testflug. Nehmen wir mal meine Kontrolleinheit. So, jetzt muss ich als erstes mal hier die Stromversorgung einschalten. CPU-Randomizer. Hier mal Nummer 1 starten. 2, 3. Bereit? Ja. Okay. Dann auf 3, 2, 1 und... Start! Alles in Ordnung? Nee, nicht so ganz, ehrlich gesagt. Also irgendwie steht hier, warte mal, Status, ja, irgendwie Verbindung verloren. Du hast die was? Ja, die Verbindung ist irgendwie weg. Bitte sag mir, dass da nicht das Feuerwerk drauf ist. Ja, doch schon. Ich muss es ja testen wegen dem Gewicht. Deswegen auch der Testflug jetzt heute vorab natürlich auch. Ich sag's nur, weil es fliegt halt direkt auf den Mond zu. Du solltest jetzt vielleicht nicht nach oben schauen. Wieso sollte ich nicht nach oben? Oh shit. René? Du hast den Mond zerstört. Ich glaube, ich habe den Mond zerstört.